SWR 3 ist hier am 12.12.12. Unter Wasser getraut, beim Fallschirmsprung, an einer Liane hängend oder auf einem Boot auf dem Rhein. Den Wünschen von Brautpaaren für ihre Hochzeit sind keine Grenzen gesetzt. Schwierig wird es allerdings manchmal für so eine Aktion einen Pastor zu finden. Mickey Wiese aus dem Rhein-Main-Gebiet, der macht alles mit. Dieser Mann ist Eventpastor und der geht dahin, wo die Kirche nicht hingehen will oder kann. Denn eine Trauung mit kirchlichem Segen ist es nicht. SWR 3 Rheinland-Pfalz-Reporterin Ilka Staroste hat Mickey getroffen. Ja, er heißt wirklich Mickey. Und zwar, weil seine Mutter so gerne Walt Disney-Heftchen gelesen hat. Und ja, er ist Eventpastor. Ein Begriff, den er selbst erfunden hat. Als ich nur Pastor stehen hatte auf meiner Visitenkarte, haben die Leute immer als erstes gefragt, katholisch oder evangelisch. Und dann habe ich mir das mit dem Eventpastor ausgedacht. Und seitdem sagen die Leute immer, ach ja, das muss also nicht in der Kirche sein. Seit 7 Jahren arbeitet Mickey Wiese als Eventpastor. Er macht freie Beerdigungen, Segnungen und Hochzeiten an ungewöhnlichen Orten. Am Rheinufer, das war auch sehr, sehr schön, weil es ein super heißer Tag war. Und das Brautpaar ist dann am Schluss in einem Kanu in die goldene Sonne über den Rhein gefahren. Dann habe ich in Frankfurt im Goethehaus eine Hochzeit gemacht. Das war die erste Hochzeit, nachdem Goethes Schwester damals geheiratet hatte dort. Oder vor einiger Zeit habe ich in einem Weinberg eine Hochzeit gemacht. Das Winzerspaar wollte dort gerne heiraten und die Kirche wollte da nicht hingehen. Und so hatte ich das Glück, diese Hochzeit da zu machen. Wer ihn das erste Mal sieht, denkt an vieles, aber nicht, dass er evangelische Theologie studiert hat. Lässige Klamotten, Pferdeschwanz, Mickey ist eben ein Typ. Manche haben ihre Familienmitglieder darauf vorbereitet. Der sieht vielleicht etwas ungewöhnlich aus. Ungewöhnlicher Ort, keine Kirche. Dann steht einer mit langen Haaren da vorne und der hat keinen Talar an. Was ist denn das? Sehr schnell merken sie aber dann, wenn ich anfange zu sprechen, dass ich ein Ritual auch sehr würdevoll durchziehe. Allein in diesem Jahr hat Mickey schon 20 Paare getraut. Seiner Meinung nach entscheiden sich immer mehr für eine freie Hochzeit. Weil die Eventpastoren eben mehr Zeit haben, sich auf die einzelnen Rituale vorzubereiten. Also immer mehr Paare wünschen sich, dass etwas Persönliches, etwas ganz Individuelles in ihrer Hochzeitszeremonie passiert. Und das ist eben mit Eventpastoren möglich, eher als mit Kirchenpfarrern. Die Paare finden ihn auf anderen Hochzeiten oder im Internet. Das Rundumpaket mit Treffen, Vorbereitung und Trauung kostet 500 Euro plus Mehrwertsteuer. Ich denke mir so für mich immer, eine Hochzeit ist dann gelungen, wenn die Gäste hinterher fragen, sagen Sie mal, woher kennen Sie die beiden eigentlich oder wie lange kennen Sie denn schon? Und ich sage, ich kenne die erst seit 2 Mal. Mickey Wiese, der Pastor für alle Fälle. Wir haben ein hübsches Hochzeitsspecial im Internet für alle Heiratsfans gebastelt. Klicken Sie einfach Ja, ich will auf SWR3.